müssen beten, dass unsere Männer... Seht mal! Da ist Eivor! Wir stehen dir zur Seite! Sorgt dafür, dass die Schützen genug Pfeile haben! 20 für jeden! Für Eivor! Gedrick! Und... Gedrick! Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Prächtig. Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Der Bergfried wirkt uneinnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. Gut, ich bin drin. Ich will mal nicht. Große Pfeile. Ich muss sie ausschalten. Bring den Hund zu Fall! Genau richtig! Diesmal wendest du dich nicht raus. Ja.
mir nach! Es gibt noch mehr zu tun. Doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen. Strengt euch an! Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Ist es getan? Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Dein Herr erwartet dich. Träumst du immer noch von deinem kostbaren Stein? Es war kein Traum, der mich herführte, Eivor. Ich hatte Visionen. Weissagungen der Götter. Vision. Ich werde Tyr ein Opfer darbringen. Dem Gerechten. Dem Bringer tadelloser Siege. Sigurd,
Was für Weissagung. Sind wir bereit, die Feste zu stürmen, Eivor? Die Zeichen und Omen sprechen für uns. Wir sind bereit. Gib den Befehl. Gut. Verlieren wir keine Zeit. Meine Späher berichten, dass ein Trupp von Elfreds Männern auf dem Weg hierher ist. Bringen wir es zu Ende, bevor dieser großmäulige Schweinebauch zurückschlagen kann. Alles ist weiß. Meine Schlacht selber.
hast das Weibsbild erledigt. Tu, was du tun musst, Tarn der Misthaufen. Ich hab meinem Schier und meinem Volk treu gedient. Ich weiß, wen von uns Gott bevorzugt. Eivor hat dich besiegt, also wird Eivor über dein Schicksal bestimmen. Behandle ihre Wunden, kleide sie in Lumpen und schicke sie in die Heide, ins Exil. Du wirst aus Mercia verbannt, ohne Familie, ohne Titel und ohne Freunde, die dir Trost spenden. Ich werde gehen, bis meine Füße bluten und davon träumen, euch die Kehlen aufzureißen. Schafft sie weg! Ich habe mein Wort gehalten. Ich vertraue darauf, dass du dasselbe tust. Unsere Völker sind per Eid verbunden. Ei, du hast uns geholfen, Eivor. Danke. Und solltest du uns je rufen, werde ich tun, was in meiner Macht steht. Das werde ich. Ganz sicher. Ihr solltet euch mit dem Brandschatzen beeilen. König Elfred ist auf dem Weg und er kommt nicht allein. Die Gans ist tot. Jetzt gib mir neue Stiefel, Thor. Einmal sah ich, wie sie makellos. Rast vor Hoffnung. Siehst du? Die Zeichen der Alten, der Isu, der Götter, die aus Göttern hervorgingen. Das habe ich schon einmal gesehen. Ich kenne diese Worte. Wer sich an einer Schwelle wiederfindet, sollte sich gut umsehen. Denn wer weiß, welche Feinde in den Hallen dahinter lauern. Ich bin schon einmal über diese Schwelle getreten. Mit Sigurd. In einem Traum. Nicht einmal. Tausende Male. Tausende? Sagt er, Sigurd? Spricht er zu dir? Ja, doch die Worte sind vernebelt, wie Schatten. Und doch spüre ich ihre Bedeutung. Und die Esche. Ich sehe den großen Baum des Lebens. Seine Äste strecken sich gen Himmel und öffnen den Weg. Du hast nicht zu viel versprochen. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Eivor, ich bin mehr, als ich zu sein scheine. So viel mehr. Das ist Zauberei, Sigurd. Schwarzer Seder. Hör nicht hin. Nein, das ist wahrhaftig. Das ist alles. Zu den Mauern! Zu den Mauern! Elfred kommt! König Elfred von Westhexer! Er kommt mit einem Heer von Soldaten! Haben wir noch Zeit zur Flucht? Die Männer sind erschöpft. Wir haben keine Aussicht auf Erfolg. Wir brauchen eine Waffenruhe. Wir müssen verhandeln. Ich werde sprechen. Und der König von Westhexer wird zuhören.
So wie ich es verstehe, König Alfred, spricht man deinen Namen nicht gern aus hier in Mercia. Doch bin ich nah genug an Westsexe, um von morgens bis abends meine Lobpreisungen zu hören. Dann geh zurück zu deinen glücklichen Untertanen und überlass die Belange Mercias den Dänen. Nicht bis eure heidnischen Kriegslieder weit außer Hörweite sind. Biete einen Handel an, Herr. Bitte, keine Geheimnisse. Beenden wir das hier, Herr. Tauschen wir Männer aus. Meine besten Krieger für eure, um Frieden zu wahren. Danach verlasst ihr Mercia. Wir ziehen uns in den Norden der Use zurück. Klingt angemessen. Wulfric! Mein Kriegstarn. Du gehst mit Gedrick, Bruder. Nenne deinen Mann. Jarl Sigurd, ich biete mich selbst. Danke, Basim. König Alfred, warte. Paladin Fulke, du bist in dieser Gefolgschaft? Das war ich, mein Herr. Um mir von Edwin zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Sigurd ist der einzige Mann, den du brauchst. Er ist mehr wert als 20 andere. Er ist der Sohn eines Königs. Verräterische Schlange. Und seine Ketzereien sind tiefgreifend, mein Herr. Er hält sich für einen lebendigen Gott. Ich weide dich aus, Trollweib! Schweig! Ich übergebe mich dir, König Alfred. Denn es ist nicht mein Schicksal, durch deine Hand zu sterben. Bruder. Habt Vertrauen, dass der Herrgott über euch alle wacht. Dieser Mann ist gefährlich, mein Herr. Ich bewache ihn. Wenn du musst, aber behandle ihn ehrbar. Göttern, Basim. Was war das? Ich beschatte sie. Sie werden nicht entkommen.